Hallo zusammen und herzlich willkommen heute zum dritten Teil im Vergleich der elektrischen MG-Modelle. Ja, ihr habt richtig gehört, der dritte Teil. Im ersten Teil hatten wir den nagelneuen in Großbritannien gerade vorgestellt bzw. eingeführten MG 5 EV. Und im zweiten Teil hatten wir den MG ZS EV. Die beiden haben wir schon miteinander verglichen. Und jetzt kommt noch ein drittes Modell dazu, wiederum so ein bisschen in der Kategorie des MG ZS EV. Ich würde sogar mal behaupten, es ist die gleiche Karosserie, nur mit anderen Anbauteilen dran. Ansonsten scheint es das gleiche Modell zu sein. Sieht zumindest sehr ähnlich aus. Es ist jedoch ein Fahrzeug, was wahrscheinlich hier in Europa, außer in Großbritannien, überhaupt nicht zu haben sein wird. Weil in Großbritannien gibt es ja auch Verbrennerfahrzeuge von MG. Die soll es ja hier bei uns nicht geben, wenn ein MG mal nach Deutschland kommt. In Österreich gibt es momentan auch nur den MG ZS EV. Und ja, ein anderes Fahrzeug gibt es halt noch in Großbritannien, was sozusagen die Nische zwischen dem Verbrenner und dem vollelektrischen Fahrzeug herstellt. Und das ist der MG HS Plug-in Hybrid. Ich habe es ja schon angedeutet, der MG ZS EV und der MG HS Plug-in Hybrid, die ähneln sich äußerlich sehr. Also da sind wirklich nur so einige Bleche, die vielleicht anders sind. Die Frontpartie ist ein bisschen anders gestaltet. Aber ansonsten, so von der Karosserie her gesehen, sind sie wirklich wie eineige Zwillinge sozusagen. Und was sich äußerlich ähnelt, das tut's aber schon mal nicht im Innenraum, weil da sieht der MG HS Plug-in Hybrid viel moderner aus mit diesem freistehenden Display in der Mitte und mit diesem wunderschönen Wahlhebel mit der Mittelkonsole. Also das gefällt mir schon viel besser. Und jetzt möchte ich einfach erstmal die Zahlen miteinander vergleichen, dass wir da mal so ein kleines Größenverhältnis kriegen. Weil auf den Bildern, die ich habe, sieht man das leider nicht so. Da wird der Plug-in Hybrid immer etwas größer dargestellt, wie es eigentlich eventuell sein könnte. Wenn wir jetzt einfach mal die Maße nehmen, in der Länge beispielsweise ist der MG ZS EV 4,31 Meter lang und der Plug-in Hybrid ist 4,57 Meter. Okay, das sind jetzt 26 cm, ist nicht gerade wenig. Dann kommen wir aber in die Breite, da haben wir 1,80 Meter beim MG ZS EV und 1,87 Meter oder 88 Meter. Das sind rund 8 cm in der Breite inklusive Spiegel. Also er wirkt schon irgendwo wuchtiger, aber irgendwie sieht er trotzdem genauso aus wie der MG ZS EV. Wenn wir jetzt einmal die Höhe nehmen, da ist der Unterschied gar nicht so groß. Das sind lediglich 2 cm von 1,64 m auf 1,66 m. Der Radstand, da ändert sich schon wieder ein bisschen was, aber auch nur ein bisschen. Das sind rund 15 cm Unterschied, was die Länge ausmacht zwischen den MG ZS EV mit 2,58 m zu 2,72 m. Wenn wir uns jetzt die Spur noch angucken, da ist es auch wieder nur so marginal. Das kann aber auch an den Reifen liegen. Da haben wir vorne eine Spur von 1,57 Meter beim Plug-in Hybrid und 1,53 Meter beim MG ZS EV. Nehmen wir hinten die Spur, sind es dann 1,58 Meter beim Plug-in Hybrid zu 1,54 Meter. Also 4 cm, das ist ungefähr so ein Stück. Nicht allzu viel. Wenn wir jetzt aber schon mal bei den Abmessungen sind, dann gehen wir doch mal in den Innenraum. Da gibt es auch jede Menge Abmessungen und zwar die Beinfreiheit mal im Vergleich. Da sieht man nämlich auch schon mal, das, was schöner aussieht, muss nicht unbedingt gleich mehr Raum bieten. So hat der MG ZS EV vorne eine Beinfreiheit von 1,7 Meter, der MG Plug-in Hybrid jedoch nur von 1,04 Meter. Bei der Kopffreiheit ist es ähnlich, da ist der MG ZS EV einfach der bessere mit 1,04 Meter zu 97 cm. Nehmen wir noch die Schulterfreiheit, die ist ja auch immer ganz wichtig, wenn vorne mal doch ein bisschen größere Leute sitzen.
Da sieht es dann wieder ein wenig anders aus. Da bietet komischerweise, wahrscheinlich auch durch die Breite, die größer ist, der MG HS Plug-in Hybrid mehr Schulterfreiheit, nämlich 1,48 Meter zu 1 Meter und ja, rund 39 beim ZS EV. Gehen wir jetzt mal zur Beinfreiheit hinten, ist ja auch immer ganz wichtig. Da ist es auch wieder umgekehrt. Da hat der MG HS Plug-in Hybrid 98 cm und der MG ZS EV 92 cm. Die Kopffreiheit hinten, da ist auch wieder der Plug-in Hybrid mit rund 96 cm etwas niedriger wie der ja, knapp 1 Meter hohe Innenraum des ZS EV. Die Schulterbreite hinten, da trumpft wieder der Plug-in Hybrid mit rund 1,43 Meter zu 1,37 Meter beim ZS EV. Das Kofferraumvolumen wird jedoch gleich angegeben mit 448 Liter bzw. 1375 Liter. Wenn wir da nochmal den Vergleich nehmen zum MG 5 EV, da waren es ja 464 Liter bzw. 1456 Liter. Kommen wir jetzt zu den Gewichten, also was wiegen die Fahrzeuge? Und da vergleiche ich jetzt einfach mal wieder die Ausstattung, will ich erst einmal kurz erwähnen. Es gibt halt bei beiden Fahrzeugen oder bei all dreien Fahrzeugen, also MG 5 EV, den MG ZS EV und den MG HS Plug-in Hybrid, gibt es immer die Excite und die Exclusive Ausstattung. Und die Exclusive Ausstattung ist halt immer die etwas höherwertigere, wobei beim Plug-in-Hybriden ist das eigentlich ja nicht mehr so der große Unterschied, was man da nimmt. Hier haben wir jedoch erstmal Leergewichte von 1737 bzw. 1775 Kilogramm. Die Zuladung unterscheidet sich daher auch von 459 beim Excite und 421 beim Exclusive-Modell. Das Gesamtgewicht bei beiden Fahrzeugen 2196 Kilo. Wenn wir das vergleichen mit den MG ZS EV, nehmen wir jetzt einfach nur mal die Exclusive-Ausstattung, also die höchste Ausstattung. Da wiegt der MG ZS EV 1539 Kilo und der MG Plug-in Hybrid 1775 Kilo. Das sind also schon mal 240 Kilo Unterschied, so wollte ich das gerade sagen. Und das kann halt schon alleine daran liegen. Zum einen hat er eine kleinere Batterie, dafür aber noch den ganzen Antriebsstrang vom Verbrennermotor drin, inklusive Auspuff, inklusive Tank und so weiter. Da haben wir dann halt mehr an Gewicht und wir haben es ja auch gerade gesehen, obwohl sie sich ähneln, sind sie trotzdem von der Größe her unterschiedlich. Und wenn wir jetzt mal die Zuladung nehmen, dann ist der MG ZS EV sogar noch ein bisschen besser dargestellt mit 427 zu 421 Liter beim Plug-in Hybrid. Das Gesamtgewicht mit 1966 Kilo beim MG ZS EV gegenüber halt den 2196. Was jetzt der Plug-in Hybrid hat oder bekommen kann, was jedoch der MG ZS EV nicht mehr gegen gutes Geld und gute Worte bekommt, ist eine Anhängerkupplung mit einer ungebremsten Zuglast von 750 Kilo und einer gebremsten Last von 1500 Kilo. Kommen wir jetzt zu den wichtigen oder interessanten Daten für diese Fahrzeuge, nämlich die Leistungsdaten, also was für Kraft oder Energie entfalten die jeweiligen Fahrzeuge. Jetzt sind ja der MG 5 EV und der MG ZS EV rein elektrische Fahrzeuge und den Plug-in Hybrid, den kann man aber auch rein elektrisch fahren und daher nehme ich jetzt einfach mal zum Vergleich, um auch mal zu zeigen, ja, wie wirkungsvoll ist überhaupt ein Plug-in Hybrid, wenn er rein elektrisch fährt. Da haben wir ja schon von einigen Autotestern gehört, oh, so doll ist das gar nicht. Und hier möchte ich es ganz einfach mal in Zahlen zeigen. Das soll jetzt aber nicht heißen, dass jetzt dieses Auto schlecht ist. Da komme ich später noch drauf, wofür eigentlich ein Plug-in Hybrid ein sinnvolles Auto ist. Und hier vergleiche ich jetzt einfach mal die Zahlen, die technischen Daten halt von der Motorleistung, wohlgemerkt halt,
die rein elektrischen Leistungen. Und da haben wir eine Höchstgeschwindigkeit beim MG 5 EV von 184 Stundenkilometer, beim MG ZS EV von 140 und beim MG HS Plug-in Hybrid von 130 Stundenkilometer rein elektrisch, wohlgemerkt. Ja, die maximale Motorleistung beim MG 5 EV sind 156, beim ZS EV 143 und beim Plug-in Hybrid 122 PS. In kW drückt sich das so aus, dass das einmal 115 beim MG 5 EV, 105 beim ZS EV und 90 kW beim Plug-in Hybrid sind. Das Drehmoment des elektrischen Motors sind beim MG 5 EV 260, beim ZS EV 353 und beim Plug-in Hybrid 230 Newtonmeter. Wenn wir das Fahrzeug jetzt beschleunigen wollen, dann haben wir eine Beschleunigung von 0 auf 100 für den MG 5 EV 7,7 Sekunden, den ZS EV in 8,2 und den HS Plug-in Hybrid in 7,1 Sekunden. Die Leistungsdaten gehen ja noch weiter, dann kommen wir jetzt mal zu der elektrischen Einheit, also zur Akkukapazität und dem Ladeverhalten der einzelnen Fahrzeuge. Den MG 5 EV und den ZS EV, den hatten wir zwar schon mal, aber ich wollte das jetzt vergleichen. Insofern lege ich da jetzt mal los mit der Batteriekapazität des MG 5 EV von 52,5 Kilowattstunden. Der ZS EV hat 44,5 Kilowattstunden und der Plug-in Hybrid hat 16,6 Kilowattstunden. Geladen, also die Ladeanschlüsse sind beim MG 5 EV und ZS EV beides Typ 2 CCS, beziehungsweise beim HS Plug-in Hybrid ist es nur Typ 2. Und mit dem AC-Laden jeweils mit 7 Kilowatt Ladeleistung, da ist jetzt der kleine Unterschied, den man aber nicht gleich auf die Goldwaage legen soll, weil die ersten beiden Fahrzeuge, MG ZS EV und der MG 5 EV, sind ja voll elektrische Fahrzeuge, die ja einen riesengroßen Akku im Verhältnis zum Plug-in-Hybriden haben. Und insofern ist halt beim MG 5 EV eine Ladezeit von 8,5 Stunden, beim MG ZS EV von 6,5 Stunden und beim Plug-in-Hybrid von 3 Stunden, wohlgemerkt, AC laden, bis der Akku voll ist. Ja, und wenn wir jetzt die Autos noch über Schuko aufladen wollen, dann sind es, da habe ich leider nur vom MG 5 EV 18 Stunden und vom HS Plug-in Hybrid 7 Stunden. Das ist halt schon mal eine ganz schöne Zeit. Und dann für diese kurze, relativ kurze Strecke, auf die wir auch nochmal drauf eingehen werden, was dieses Fahrzeug überhaupt fahren kann, rein elektrisch. So, und jetzt kommen wir noch erstmal zum Verbrauch und Reichweite der drei Fahrzeuge, also den MG 5 EV, den MG ZS EV und den MG HS Plug-in Hybrid. Und da haben wir einen Verbrauch, da wurde ich neulich übrigens nochmal drauf angeschrieben in einem Kommentar von wegen, ja, die Durchschnittsverbräuche, die würden ja nicht stimmen, da würde ja was ganz anderes rauskommen. Hier geht es einmal um den kombinierten Verbrauch, das heißt, da ist schon Stadt, Land, Autobahn kombiniert drin. Und dann geht es um den reinen Stadtverbrauch, was das Fahrzeug nur im reinen Stadtbetrieb verbraucht. Die beiden Zahlen kann ich aber nicht miteinander vergleichen, weil in dem einen habe ich ja schon einen Vergleichswert. Und dann gibt es immer noch von den Herstellern einen angegebenen Durchschnittsverbrauch, der wiederum eine andere Summe ist wie die angegebene durchschnittskombinierte Reichweite. Also bei dem einen, bei der kombinierten WLTP, da haben wir eine Reichweitenangabe vom Hersteller, genauso wie beim Stadtbetrieb. Beim Stadtverbrauch, da haben wir auch die Angabe der Reichweite. Daraus resultiert sich dann allerdings, wenn ich die mit der Akkukapazität gegenrechne, der Durchschnittsverbrauch jeweils kombiniert nach WLTP bzw. im Citybetrieb. Und der Durchschnittsverbrauch als solches wird dann halt nochmal vom Hersteller angegeben. Das scheint mir so der reellere zu sein, weil er halt etwas höher angegeben ist. Und ich vermute mal, wenn man den Wagen fährt, kann man sowohl als auch erreichen, je nachdem, was für ein Fahrstil man hat, wo man fährt, bei welcher Fahrsituation bzw. Wettersituation man fährt, wie die Fahrbahn ist und so weiter und so fort. Und daraus resultieren sich dann halt auch dementsprechende Reichweiten. So, und da fange ich jetzt einfach mal an, nochmal die Zahlen hier für den MG 5 EV.
Der Verbrauch WLDP kombiniert sind 15,4 Kilowattstunden auf 100, beim ZSEV sind es 17 Kilowattstunden und beim Plug-in-Hybrid sind es 24 Kilowattstunden im kombinierten Verbrauch wohlgemerkt, was wiederum eine Reichweite beim MG5 EV von 342, beim MG ZSEV von 262 und beim HS Plug-in Hybrid von 52 Kilometern ergibt. Gehen wir jetzt auf den Verbrauch in der Stadt bzw. die Reichweite in der Stadt. Da wurde angegeben 442 Kilometer beim MG5 EV, was dann wiederum einen Verbrauch von 11,9 Kilowattstunden errechnet oder ergibt. Beim MG ZSEV sind es 370 Kilometer Reichweite mit einem Verbrauch von 12 Kilowattstunden. Und beim MGHS Plug-in Hybrid sind es 69 Kilometer und ein Cityverbrauch von 18,6 Kilowattstunden. Das soll jetzt einfach mal nur so im Raum stehen und da komme ich gleich nochmal drauf, was es denn mit den Werten überhaupt auf sich hat. Oh Mann, jetzt hat mir doch gerade ein Kumpel erzählt, dass er ein richtig geiles Video gesehen hat. Ja, und ich nicht. Und warum? Ich habe den Kanal nicht abonniert. Scheiße. Also immer dran denken. Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Folge. Bevor ich jetzt weiter oder näher auf den MGHS Plug-in Hybrid eingehe, gehe ich nochmal auf die Preise ein. Hier habe ich jedoch jetzt nur einmal den Pfundpreis umgerechnet in Euro. Insofern sind die nicht ganz vergleichbar. Da haben wir halt bei der Excite-Ausstattung einen Pfundpreis von 29.995 Pfund, was umgerechnet mit einem Faktor von 1,10 Euro je Pfund 32.995 Euro ergeben würde. Was im Vergleich zum ZSEV mit 27.600 Euro ein Aufpreis von rundgerechnet sage ich jetzt einfach mal 5.000 Euro ergeben würde dafür, dass ihr ein Plug-in-Hybrid fahren würdet. Gehen wir jetzt zu der Excite-Ausstattung oder Exclusive-Ausstattung vielmehr. Da haben wir einen Pfundpreis von 32.495 und einen Europreis von 35.745 Euro. Wohlgemerkt einfach nur umgerechnet. Und verglichen mit den MGZSEV in der Exclusive-Ausstattung, der kostet dann 29.600 Euro. Also haben wir rund 6.000 Euro, ja, einen höheren Preis bei dem MGHS Plug-in Hybrid. Ist das jetzt gewährleistet oder nicht? Steht halt so im Raum. Ich gehe da aber gleich noch etwas näher drauf ein. Ja, Farben gibt es auch. Serienmäßig ist er lackiert in in White Pearl. Also eine Perlmutt-Lackierung in Weiß. Dann könnt ihr noch wählen zwischen Black Pearl, zwischen Pimlico Blue und was haben wir hier noch? Farrington Red. Und die kosten jeweils 600 Euro Aufpreis. Ja, so viel erstmal zu den Preisen. Und jetzt gehe ich noch etwas näher ein auf dieses ganze Plug-in-Hybrid und den Verbrennermotor. Kommen wir jetzt zu der Systemleistung des MGHS Plug-in Hybrid. Die habe ich jetzt gesondert nochmal aufgeschrieben, weil die kann ich schlecht vergleichen mit einem Elektrofahrzeug, weil hier halt Benzin verbrannt wird und kein Strom verbraucht wird. Also da ist dann halt wieder ein Unterschied. Wenn wir jetzt einfach mal die Leistungsdaten des Systems durchgehen, da haben wir eine Höchstgeschwindigkeit von 190 Stundenkilometer, also elektrisch kombiniert mit dem Verbrennermotor. Das waren ja vorher gerade mal 130 Stundenkilometer rein elektrisch. Gehen wir auf die Systemleistung ein, da haben wir 258 PS, 122 davon waren der rein elektrische Motor, wobei man kann das nicht so ganz 1:1 gegenrechnen, weil der Elektromotor dann nur den Verbrennermotor unterstützt. Die maximale Leistung in kW sind 190 zu 90 beim Elektromotor.
Das Drehmoment gesamt 370 Newtonmeter, alleine der Elektromotor hat schon ein Drehmoment von 230 davon. Das ist natürlich schon mal ziemlich krass. Hier steht auch wieder Beschleunigung von 0 auf 100, 7,1 Sekunden. Ich vermute mal, man kann ihn von 0 auf 100, wenn man richtig Stoff gibt, ohne Verbrennermotor gar nicht beschleunigen. Insofern ist das halt so ein fragwürdiges Teil. Genauso fragwürdig ist jetzt der Verbrauch, der kommt. Ihr dürft euch jetzt gerne hinsetzen oder es auch lassen, weil Durchschnittsverbrauch wird hier angegeben mit 1,8 Liter. Von diesen Verbräuchen halte ich auf gut Deutsch gesagt gar nichts, weil das ist für mich kein Durchschnittsverbrauch, das ist einfach Humbug. CO2-Emissionen Gramm je Kilo, Kilometer wären 43 mit diesen 1,8 Liter. Das wird wohl irgendwo nicht so ganz hinhauen, weil das ist in meinen Augen, ist das irgendwie falsch berechnet, aber das ist halt wieder wie LTP, die sagen halt, ihr dürft halt erstmal alles fahren, was der Elektromotor hergibt und den Rest fahrt ihr dann halt mit dem Verbrennermotor und das dürfte eigentlich nicht sein. Mehr Klarheit würde eigentlich bringen, wenn man einmal sagen würde, wir fahren das Fahrzeug komplett nur elektrisch und komplett nur einmal mit dem Verbrennermotor, um dann halt vergleichen zu können, wo bin ich eigentlich effizienter mit unterwegs, umweltfreundlicher unterwegs. Und dann kann man nochmal einen kombinierten Vergleich machen, wo man das System alleine entscheiden lässt, fahre ich jetzt elektrisch oder fahre ich mit dem Verbrenner oder unterstütze ich mit dem Elektromotor den Verbrennermotor. Das wäre eine sinnvolle ein sinnvoller kombinierter Verbrauch. Aber hier mit diesen 1,8 Liter, die erreicht man niemals, wenn man im reellen Leben mit dem Fahrzeug unterwegs ist. Ja, gehen wir jetzt nochmal auf den Verbrennermotor speziell ein. Da habe ich ja schon gesagt, das ist halt so ein ziemlicher Unterschied. Wenn ich jetzt auf die Leistungsdaten gehe, der leistet 162 PS, 119 kW sind das und 250 Newtonmeter Drehmoment. Da sieht man wieder, bei dem Drehmoment wird ja gesamt angegeben 370 Newtonmeter. Der Elektromotor hat alleine 230 Newtonmeter und 250 der 1,5 Liter Turbo Benzin-Direkteinspritzer, so rum. Mit 250 Newtonmeter und den 230 bin ich bei 480, hat aber das System gar nicht, weil Systemleistungen sind nur 370 Newtonmeter. Das heißt, irgendein Motor ist da gedrosselt. Ich vermute mal, dass es der Elektromotor ist. Andersrum müsste sonst der Verbrennermotor den Strom für den Elektromotor noch mit dazu steuern und oder produzieren. Das wäre dann die absolute Umweltkatastrophe, um das mal so zu sagen. Als nächstes gehe ich ein auf die Ausstattung und da geht es richtig los, weil der MG HS Plug-in Hybrid, der ist richtig super ausgestattet, im Gegensatz zu den anderen beiden Kandidaten. Wenn wir gerade noch bei den Preisen ziemlich geschluckt haben, in der Exclusive-Ausstattung mit 35.745 Euro für den Plug-in Hybrid und den 29.600 Euro bei dem ZS-EV, das ist ja schon mal ein Unterschied, wo man dann sagt, wozu muss ich mir denn bitteschön jetzt noch ein Plug-in Hybrid kaufen? Die Ersparnisse oder vielmehr das Geld, was ich da mehr ausgebe, kriege ich ja über keine Ersparnis mehr rein. Weil der Wagen, der verbraucht ja viel mehr als ein voll elektrisches Auto. Also von dem Gesichtspunkt her muss man sich überlegen, will ich jetzt mehr Geld ausgeben oder nicht. Da kann jetzt aber vielleicht diese Liste hier noch weiterhelfen, die ich hier habe. Die Ausstattung ist vielleicht auch für den einen oder anderen entscheidend, was dieses Fahrzeug alleine schon alles serienmäßig mitbringt, was bei den anderen gar nicht drin ist oder halt nur in der gehobenen Ausstattung. Und hier fange ich jetzt einfach mal an, so mit diesen Sicherheitsassistenten, die sind hier komplett schon ab der Excite-Ausstattung drin, also nicht erst wie beim ZS-EV ab der Exclusive-Ausstattung, sondern wirklich schon komplett drin. Da haben wir den Notbremsassistenten mit Fußgänger- und Radfahrererkennung, den Spurhalteassistenten mit Spurverlassenswarner, Stop-and-Go-Assistent, intelligenten Tempolimiter hat er drin, Totwinkelwarner, den hinteren Querverkehrswarner und eine intelligente einen intelligenten Fernlichtassistenten. So, gehen wir jetzt mal weiter in der Ausstattung. Muss ich einmal kurz umblättern.
Dann unterscheidet sich wieder so ein bisschen, nehme ich die Grundausstattung oder nehme ich halt also die Excite oder nehme ich die Exclusive-Ausstattung. Und da fängt es mit dem Licht schon an. Die Exclusive-Ausstattung hat LED-Licht, also LED-Scheinwerfer. Hat die Excite-Ausstattung nicht. Dafür haben sie beide LED-Tagfahrlichter bzw. Front- und Rücklichter, die sonst noch verbaut sind, sind bei der Exclusive-Ausstattung LED. Dann haben wir in beiden Fahrzeugen sind drin automatisches Abblendlicht, die vorderen Nebelscheinwerfer, LED, dritte Bremsleuchte. Beide haben sie die Follow-Me-Home-Funktion des Lichtes, also wenn ihr abends mit Licht nach Hause kommt und dann irgendwie zum Haus lauft, dann leuchtet halt noch eine gewisse Zeit das Abblendlicht nach. Dann gibt es bei beiden Fahrzeugen schon serienmäßig die silberne Dachreling, die war ja beim ZSEV erst ab der Exclusive-Ausstattung, Entschuldigung. Die hinteren Parksensoren sind serienmäßig elektrisch einstellbar und anklappbare Außenspiegel sind auch serienmäßig in beiden Ausstattungsvarianten. Dann haben wir noch, was keiner der anderen beiden elektrischen Fahrzeuge hat, eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik. Dann haben wir halt auch serienmäßig Keyless Entry mit den Startknopf halt. Die automatisch verriegelnden Türen beim Fahren, die sind hier auch serienmäßig drin. Ambiente Licht gibt es nur bei der höheren Ausstattung, bei der Exclusive-Ausstattung. Den Regensensor haben sie wieder beide drin. Adaptiven Tempomaten haben sie beide drin. Lederlenkrad ist bei beiden serienmäßig. Die Exclusive-Ausstattung hat Metallsportpedale. Wem auch immer das interessiert, der bekommt sie bei der Exclusive-Ausstattung. Ein Höhen- und Weiten- oder längsverstellbares Lenkrad in beiden Fahrzeugen serienmäßig drin. Die elektronische oder elektrische Parkbremse mit Auto-Hold-Funktion ist bei beiden serienmäßig. Vorne und hinten die Fensterheber, die wir ja schon aus den MG5 EV in der Exclusive-Ausstattung kriegen, die oder kennen, die mit der One-Touch-Automatik Up-and-Down-Funktion, die gibt es hier auch schon ab der Excite-Ausstattung serienmäßig. Der Innenrückspiegel ist auch automatisch abblendend. Dann haben wir eine elektrische Kofferraumklappe oder Heckklappe, viel mehr bei der Exclusive-Ausstattung, genauso wie das Panorama Skyroof, was ja auch beim MG ZSEV nur in der Exclusive-Ausstattung enthalten ist. So ist es hier auch beim MG HS Plug-in Hybrid. Gehen wir dann noch zum Soundsystem oder zu dem Digitalsystem, nenne ich es mal. Da haben wir halt 6 Lautsprecher, sind serienmäßig bei beiden. Der 10,1 Zoll Touchscreen-Monitor, DAB-Radio, Satellitennavigation, Apple CarPlay und Android Auto ist drin. Eine 360-Grad-Kamera ist serienmäßig bei beiden drin. Ihr könnt über USB euer Handy aufladen, euer Smartphone. Ihr habt Bluetooth-Verbindung drin und ihr habt halt einen Reisecomputer oder Trip-Computer, wie es sich so schön nennt. Dann haben wir hier noch die ganzen Geschichten mit Airbags. Alles ist serienmäßig in beiden Fahrzeugen. Was der MG HS Plug-in Hybrid dem MG ZSEV jedoch voraus hat, sind 3 Kopfstützen hinten und nicht nur 2. Also insofern ist das Fahrzeug auch wirklich hinten für 3 Fahrgäste geeignet und nicht nur für 2 und einen halben vielleicht. Ansonsten hier ist alles mit Bergabfahrhilfe, Berganfahrhilfe. Ihr habt hier alles serienmäßig drin, die ganzen Airbags sind drin, ihr habt eine, wie nennt sich das, eine Anti-Überschlagfunktion drin, die gibt es ja bei vielen SUVs halt oder höher gebauten Fahrzeugen, die halt bei Seitenwind oder aber auch bei Neigungen beispielsweise versuchen, mit Bremseingriffen zu verhindern, dass sich das Fahrzeug überschlägt. Ja, was haben wir noch? Einen Unterschied gibt es noch bei den Sitzen. Die sind zwar bei beiden Fahrzeugen in Lederausstattung, jedoch nur in Schwarz bei der Excite-Ausstattung und beim Exclusive könnt ihr zwischen Schwarz oder Rot-Schwarz wählen. Das ist dann so diese sportliche Note, die passt dann wiederum auch zu den
Metallpedalen, die da verbaut wurden. Und auch die Sitze sind halt dementsprechend etwas sportlicher geformt. Jetzt gibt es noch den Unterschied bei den Sitzen, also der elektrische Fahrersitz, 6-Wege-Verstellung, der ist bei beiden Fahrzeugen serienmäßig. Nicht serienmäßig jedoch ist der elektrische Beifahrersitz, der dann in 4 Wegen elektrisch verstellbar ist. Der ist halt nur bei der Exclusive-Ausstattung mit enthalten und beim Excite müsst ihr das dann halt noch irgendwie von Hand machen. Die vorderen Sitze sind auch wieder beheizbar. Die vordere Armlehne ist an der Länge verstellbar und auch aufklappbar. Darunter ist dann halt noch ein Staufach. Und an den Vordersitzen gibt es auch wieder die Kartentaschen. Das ist auch immer sehr praktisch, dass man da mal schnell was reinstecken kann. Die Rücksitze sind 60-40 umlegbar, geteilt umlegbar. Und sie sind dann auch noch die Rücksitzlehnen sind in 2 Stufen einstellbar. Das ist auch ganz interessant, weil mitunter gefällt einem das Standardmaß nicht. Und dann kann man auch noch so ein bisschen nachjustieren. Kommen wir nochmal zum Fazit des MGHS Plug-in Hybrid. Da ist halt die Frage, wozu brauche ich einen Plug-in-Hybriden, wenn die Daten, die ihr mir liefert, was jetzt den Verbrauch oder auch die Leistung anbelangt, schlechter sind, wie jetzt beim rein elektrischen Fahrzeug. Und ja, das ist halt die Frage, für wen ist ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug überhaupt interessant? Und da habe ich ja gerade erst ein sehr interessantes Video gesehen von Carmaniac. Der hat es nämlich mal auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, dieses Auto oder überhaupt generell Plug-in-Hybride sind für die Leute interessant, die sich noch nicht trauen, ein voll elektrisches Auto zu fahren, weil sie halt, man weiß ja auch noch gar nicht, ist denn jetzt wirklich Elektroauto die Zukunft oder ist es nur ein Teil der Zukunft oder vielleicht eine Übergangslösung, das weiß man ja auch noch gar nicht. Und ein Plug-in-Hybrid, der stellt zumindest ein Mittelmaß da. Und was wir eigentlich erreichen wollen, ist ja, dass es in den Städten sauberer wird, dass die Luft reiner wird, dass es leiser wird. Und wenn ich damit einen Plug-in-Hybriden elektrisch fahren kann, habe ich doch schon gewonnen. Auch wenn der Verbrauch, der ist wirklich utopisch. Also das ist ja, da könnt ihr zwar mit 2 rein elektrischen Autos fahren, was alleine dieser Plug-in-Hybrid elektrisch verbraucht. Aber warum verbraucht er das? Natürlich, er hat ein höheres Gewicht. Er hat aber einen kleineren Elektromotor im Verhältnis zu einem vollelektrischen Auto, hat weniger Leistung mit dem Elektromotor, muss aber halt auch viel mehr Gewicht rumschleppen. Wir haben es ja gesehen, das Gewicht ist ja viel höher. Das Gewicht, der Unterschied sind ja schon mal 250 Kilogramm an mehr Gewicht, die der kleinere Motor mit dem kleineren Akku jetzt fahren muss oder bewegen muss. Und dass ich da natürlich einen höheren Verbrauch kriege, ist ja ganz klar, weil wo soll denn sonst bitteschön oder wie soll sonst die Fuhre bewegt werden? Ihr kriegt da einfach nicht mehr oder keinen größeren Motor rein und halt auch keinen größeren Akku, weil ihr habt halt 2 Antriebssysteme. Wenn ich aber in dem Moment sage oder sehe, dass dieses Fahrzeug in der Stadt innerhalb geschlossener Ortschaften rein elektrisch bewegt werden kann oder auch da, wo wir Umweltzonen haben, wo wir, was ich, irgendwelche Naturschutzgebiete haben, wo wir Schulen haben, wo wir Krankenhäuser haben, wo wir Kitas haben, wenn man da ruhig dran vorbeifahren kann, haben wir doch schon gewonnen, weil da halt die Luftemission ist ja dann praktisch, sage ich mal, vor Ort ist sie zumindest gleich null. Wenn ich jetzt den Verbrauch insgesamt sehe mit diesen 1,8 Liter, was da angegeben war, das ist Hirngespinst, das werdet ihr nicht hinkriegen mit den Wagen. Das funktioniert einfach nicht. Also wer das versucht hinzukriegen, der wird wahrscheinlich die ganze Zeit elektrisch nur Tempo 50 fahren und hinterher auch mit Tempo 50 halt mit dem Verbrenner weiterfahren, wenn er die Akkukapazität leer gelutscht hat, dann komme ich vielleicht auf einen Wert von 1,8 Liter. Aber im reellen Verkehr, wenn ich immer wieder anhalten muss, wieder beschleunigen muss, haut das ganz einfach nicht hin. Und da ist halt der Nachteil von dem Plug-in-Hybrid-System. Ihr fahrt eine Masse an Gewicht rum, ihr habt 2 Antriebssysteme und ihr habt doppelte Kosten. Ihr müsste 2 Systeme müssen gewartet werden und ein Verbrenner hat halt mehr Verschleißteile. Er verbraucht Öl, er verbraucht Dichtungsmaterialien, Simmerringe und Eisenkram, was halt bei einem Elektromotor ja nicht so der Fall ist. Klar haben wir da auch einen gewissen Ölanteil im Getriebe drin, aber da reden wir von, was macht das sein? 1,5 Liter, 1,4, 1,5 Liter, so in dem Dreh passt ungefähr in so einen Einganggetriebe rein.
Und das wäre es dann schon. Aber man hat halt immer diese beiden Systeme, die gewartet werden müssen. Und wenn ich jetzt aber halt sehe, dass die Leute häufig mit diesen Fahrzeugen wirklich große Strecken fahren und ihr habt halt schon diesen immensen Energieverbrauch beim Stromverbrauch, also wenn ihr rein elektrisch fahrt, dann könnt ihr euch auch überlegen, wenn ihr jetzt mit dem Auto über die Autobahn ballert, da liefert der Elektromotor nicht mehr viel. Wenn ich jetzt halt den Elektromotor über den Verbrennermotor mit Strom versorge, dann ist für mich die Logik schon wieder im System dahin, weil das haut alles nicht hin. Besser wäre es doch, wenn ich da rein elektrisch fahre oder nur mit einem sparsamen Verbrenner, weil wenn ich jetzt mal angenommen, nur mal rein, jetzt so die reine Spinnerei, man würde diesen HS Plug-in Hybrid nehmen und würde jeweils ein System ausbauen. Also nur rein elektrisch fahren oder aber rein mit einem Verbrennermotor fahren, dann wäre das Fahrzeug viel sparsamer. Da würde nämlich jetzt im kombinierten Verbrauch würde der reine Verbrenner 7,8 Liter Verbrauch nur für den Verbrenner. Und wenn ich das jetzt vergleiche, der würde jetzt noch den Elektromotor mitschleppen und den Akku, der wiegt ja auch was, dann ist das schon mal eine ganz ordentliche Hausnummer, die der Wagen mehr verbrauchen wird. Der Plug-in-Hybrid wiegt 210 Kilogramm mehr als der reine Verbrenner. Also im Endeffekt wiegt der Verbrenner so viel wie der ZS-EV. Und dieses Gewicht kommt jetzt halt nochmal beim Plug-in-Hybrid obendrauf. Also das muss der mitschleppen und da würde ich wahrscheinlich so einen kombinierten Verbrauch von 10 Litern würde ich da eher ansehen wie 1,8. Das halte ich also für einen Witz, das Ganze. Ja, aber was hat jetzt ein Plug-in-Hybrid überhaupt für einen Sinn? Wie ich es ja schon gesagt habe, für Leute, die sich nicht so ganz trauen, gleich elektrisch zu fahren oder noch so ein bisschen am Verbrenner hängen und doch noch mal so ein Brumm-Brumm unter der Motorhaube haben wollen, für die ist so ein Plug-in-Hybrid nicht verkehrt. Für die Leute, die halt sagen, ich fahre, komme jetzt vom Land, muss jeden Tag über die Autobahn irgendwie 30 Kilometer in die Stadt reinfahren, und bin dann in der Stadt noch unterwegs, weil ich da arbeite und nehme halt das Auto und kann dann aber Stadtgrenze rein elektrisch fahren. So vom Gedanken her ist halt ein Plug-in-Hybrid für mich da nur sinnvoll, wo er halt die meiste Zeit oder die größte Fahrstrecke, also den größten Anteil der Fahrtstrecke, die er überhaupt im gesamten Autoleben sozusagen fährt, rein elektrisch fährt. Und da sehe ich das denn noch ein, dass es realistisch ist, sich einen Plug-in-Hybriden zu kaufen mit der Reserve halt. Ich kann nachlegen und sagen, ich fahre dann halt auch in Urlaub mit dem Wagen und habe aber auch die Reichweite. Ich sehe es momentan so, dass es ein, ja, für, sagen wir es mal so, von der Technik her gesehen bedarf es eigentlich keinen Plug-in-Hybriden. Es sei denn, ich fahre jeden Tag größere Touren, die halt, sage ich mal, 400, 500 Kilometer sind und habe nicht die Zeit dafür, immer nachzuladen, weil ich während der Arbeitszeit, beispielsweise im Lieferverkehr, überhaupt nicht die Zeit habe, nachzuladen. In dem Bereich kann ich es vielleicht noch verstehen, dass man mit einem Plug-in-Hybriden fährt. Ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, ich traue mich nicht ganz elektrisch zu fahren, ich traue den Braten nicht. Wer weiß, was wir in Zukunft fahren, da ist mir ein Plug-in-Hybrid lieber. Wenn ich jetzt die rein technische Seite sehe, sage ich ganz einfach, man braucht eigentlich keine Angst mehr davor zu haben, mit einem Elektroauto zu fahren, auch wenn das einige Leute gibt, die immer wieder sagen, von wegen Elektroautos taugen nichts, die bleiben ja immer gleich liegen. Mittlerweile kommen die Fahrzeuge ja, also im Schnitt mindestens 300 Kilometer weit. Es gibt Fahrzeuge, die schon 500, 600 Kilometer weit kommen und je nachdem, wie sparsam man fährt, reicht es sogar für noch mehr. Und die Technik entwickelt sich ja immer weiter, die Batterien werden immer leichter, sie werden immer leistungsstärker. Das heißt, es gibt da halt auch eine Weiterentwicklung. Der Umweltgedanke, mir braucht da keiner zu kommen, dass jetzt ein Plug-in-Hybride oder ein Verbrenner generell umweltfreundlicher ist als ein Elektroauto, nur weil sie auf der Batterie rumreiten. Da spielt es natürlich auch eine Rolle, halt wie
viel fahre ich im Jahr und wie groß ist der Akku, wie hoch ist die Umweltbelastung. Wenn ihr jetzt das reine Fahrzeug betrachtet, das wird ja so oder so gebaut, egal was für ein Antrieb drin ist. Klar, es wird in einer anderen Struktur gebaut, aber die Fahrzeugkomponenten, diese ganze Energie, die reinfließt, nur um die Hülle des Autos zu produzieren mit den Fahrwerkteilen dran und den Sitzen innen drin und sowas alles, das ist ja bei beiden Antriebstechniken gleich. Hier jetzt den Plug-in-Hybriden genommen, finde ich, er sieht zwar optisch ein bisschen bulliger aus und wir haben auch gesehen, er hat größere Abmessung. Optisch sieht er allerdings wirklich aus wie der Zwillingsbruder vom MG ZS EV. Innen drin finde ich ihn viel schöner, das ist jetzt aber reine Geschmackssache und ich finde halt aber auch wiederum den Nachteil weniger Kopffreiheit. Für meine Person gesehen ist immer ein Nachteil. Ich habe lieber ein bisschen mehr Kopffreiheit und möchte nicht immer mit dem Kopf am Dach rumschuppern. Und da muss man halt auch wieder abwägen. Welches Auto sich jetzt jemand kauft, ist natürlich immer seine Sache. Ich habe jetzt hier drei Fahrzeuge von MG miteinander verglichen. Den MG 5 EV, den MG ZS EV und den MG HS Plug-in Hybrid. Und diese drei Fahrzeuge, alleine nur die beiden Elektrofahrzeuge, sind schon unterschiedlich von der Karosserie her gesehen. Das eine ist ein Mittelklasse-Kombi, das andere ist ein, ich nenne es mal Crossover, wird aber schon als SUV eingestuft vom Hersteller, was ich nicht so ganz finde, weil ein SUV ist es einfach, ich weiß nicht, die Dinger müssten Allradantrieb haben, ein bisschen geländetauglich sein, ist dieses Auto halt nicht. Da ist halt für mich so, die beiden Fahrzeuge sind ja schon unterschiedlich. Und da kann man halt gucken, auch mit der Ausstattung, was will ich denn ausstattungsmäßig haben? Brauche ich halt so ein Urban Crossover, nenne ich ihn jetzt mal, in Form des MG ZS EV? Oder möchte ich lieber ein Mittelklasse-Kombi haben, weil ich brauche kein Auto, wo ich hoch einsteigen muss. Ich kann auch etwas flacher einsteigen. Für meine Familie ist das genau das Richtige. Möchte ich jetzt aber von der Ausstattung her gesehen, was so an Helferlein da noch drin ist, an Fahrassistenzsystem, möchte ich da eine höhere Ausstattung drin haben, dann ist es halt der MG ZS EV und nicht der MG 5 EV. Will ich jetzt aber auch nicht auf einen Verbrennermotor verzichten oder aber ich möchte halt die volle Hütte an Ausstattung haben, was da alles so zu haben ist momentan, dann ist es halt der HS Plug-in Hybrid. Das ist, man kann jetzt nicht sagen, dieses Auto scheiße, jenes Auto ist gut, sondern das muss jeder selbst entscheiden. Ich will jetzt auch diesen Plug-in-Hybrid nicht verteufeln. Das muss halt wirklich jeder für sich selber sehen. Und wenn ich sehe, dass in der Stadt ein Plug-in-Hybrid ganz einfach rein elektrisch fährt, dann haben wir schon mal gewonnen. Denn mit jedem rein elektrisch gefahrenen Kilometer in der Stadt haben wir halt die reinere Luft. Es ist sauberer, es ist ruhiger. Momentan ist die Elektromobilität an erster Stelle, was halt das Umschwenken in der Fortbewegung halt anbelangt. Es werden LKWs gebaut mit vollelektrischen Antrieb, die teilweise jetzt schon 200 Kilometer fahren können. Wohlgemerkt, ich rede hier von großen LKWs, die man mit einem LKW-Führerschein fahren muss. Das sind Sattelschlepper, das sind Gliederzüge, wie auch immer. Die fahren schon rein elektrisch. Gerade Volvo hat jetzt in Nordamerika ihren amerikanischen Truck auf den Markt gebracht. Der fährt rein elektrisch. Das ist ja auch schon mal etwas. In der Elektromobilität geht es, wie ich es ja schon gesagt habe, unwahrscheinlich schnell voran, in riesengroßen Schritten. Die Akkus werden, ich sag's mal, von den Abmessungen kleiner, aber von den Leistungen größer. Sie werden leichter, sie haben weniger umweltfragwürdige Inhaltsstoffe. Wenn wir jetzt mal Kobalt nehmen oder Lithium, da wird sich ja auch was ändern. Kobalt wird jetzt immer mehr verbannt aus den Akkus bei einigen Herstellern. Tesla hat jetzt, glaube ich, schon in der nächsten Generation gar kein Kobalt mehr drin, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist ja schon mal eine Weiterentwicklung. Und da sollte man halt gucken, wenn wir jetzt weiterhin auch mit der Sonne auf den Dächern unserer Häuser selbst durch die Sonne Strom produzieren können. Warum sollen wir das nicht machen? Auch wenn das unsere Regierung hier in Deutschland vielleicht nicht so gerne möchte, weil sie dann natürlich Geld mit verdienen will. Sie möchte den Strom halt an uns verkaufen und damit Geld verdienen, also Steuergelder, die sie dann halt jetzt als Ersatz für die wegfallende Mineralölsteuer halt einnimmt. Da muss ich jetzt aber mal ganz ehrlich sagen, zum einen ist das absoluter Bullshit, wenn es so kommen würde und zum anderen muss man sich mal überlegen, wenn ich jetzt mit dem Finger schnipse. Ja, wie jetzt? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
du guckst meine ganzen Videos an und hast diesen Kanal immer noch nicht abonniert? Ja, also das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Also du musst schon da unten abonnieren, nicht? Also einmal auf Abonnieren drücken und dann kannst du auch was auf die Glocke kriegen, nicht? Also einfach nochmal drauf drücken und dann wirst du immer daran erinnert, dass ich ein Video rausgebracht habe. Das könnte ja sonst sein, dass du was verpasst. Das geht doch nicht. Also stell dir vor, dass was Wichtiges dabei, nicht? Also nee, immer schön brav abonnieren und Bäumchen rauf da lassen. Ist ja nicht gleich alles Elektromobilität. Wir haben ja noch weiterhin die Verbrenner da. Und die Verbrenner werden so nach meiner Gefühlsrechnung die nächsten 30 Jahre hier auch noch auf den Straßen zu sehen sein. Es werden nur keine neuen Fahrzeuge mehr zugelassen ab einem bestimmten Zeitpunkt. Da kommen dann halt nur noch elektrische Antriebe zum Vorschein. Das kann aber auch sein, dass sich das schon wieder ändert in 10 oder 20 Jahren, dass man sagt, oh, wir haben jetzt hier irgendeinen tollen Zauberantrieb entwickelt. Da brauchen wir weder Strom noch Benzin für. Wer weiß, was man dafür braucht. Vielleicht auch kein Wasser. Vielleicht pusten wir da nur eine Tüte rein und das reicht denen schon aus, dass er damit fahren kann. Das wissen wir doch alle noch gar nicht. Und da ist halt jetzt so die Entscheidung wirklich bei jedem, aber ich tendiere halt immer mehr zur Elektromobilität, weil es momentan die Antriebsform ist, die einfach am sinnvollsten erscheint, die am umweltfreundlichsten erscheint, auch wenn es halt jetzt wieder diese Buhrufe gibt, von wegen Elektromobilität ist nicht umweltfreundlich. Wie gesagt, mit den Fahrzeugantrieben, den Vergleich jetzt hier mit den zwei Elektrofahrzeugen von MG und dem Plug-in-Hybrid-Fahrzeug fand ich halt gerade mal an der richtigen Stelle. Und man kann das wunderbar miteinander vergleichen und halt auch mal zeigen, dass es ein Hersteller, ein Auto und das verbraucht dieses Fahrzeug. Und das bietet dieses Fahrzeug aber auch. Und ich bin aber der Meinung, dass es heutzutage, wenn ich ein Fahrzeug kaufe, was irgendwie 60, 80 Kilometer rein elektrisch fährt und dann mit dem Verbrenner weiterfährt, der Stromverbrauch aber so hoch ist, wenn ich rein elektrisch fahre, dass ich davon schon zwei rein elektrische Fahrzeuge mit betreiben könnte über 100 Kilometer, dann macht das für mich irgendwo keinen Sinn. Da ist für mich die Logik nicht drin, wenn ich jetzt diesen Umweltgedanken nehme. Das ist halt wirklich nur die saubere Luft, die Ruhe in der Stadt, wenn man elektrisch fährt. Aber sobald ich halt diese Masse mit mir rumschleppen muss, macht es schon keinen Sinn mehr, weil auch Strom muss produziert werden. Und momentan kommt er halt als Strommix aus der Steckdose, sage ich mal. Den müssen wir auch bezahlen. Je nachdem, wie viel oder was für einen Tarif wir halt haben, müssen wir halt dementsprechend zahlen. Ob das jetzt an der Ladesäule ist oder zu Hause. Wenn ihr jetzt den Strom selber produziert mit einer PV-Anlage zu Hause auf dem Dach, dann mag das ja wieder was anderes sein. Dann ist es total schnurzegal, wie viel Strom das Auto verbraucht, weil in Anführungsstrichen, es ist geschenkte Energie, die niemanden umbringt, die niemanden was kostet, die Umwelt nicht belastet. Aber solange halt über den Strommix geladen wird, sehe ich halt diesen immens hohen Verbrauch eines Plug-in-Hybriden nicht gerechtfertigt, um zu sagen, ich fahre jetzt umweltbewusst. Das ist einfach nur Augenwischerei, sag ich mal. Ja, das soll es halt jetzt auch gewesen sein von diesem Dreiervergleich von den MG-Fahrzeugen, auch wenn wir die jetzt hier in Deutschland noch nicht kaufen können und vielleicht den HS Plug-in Hybrid auch gar nicht kaufen können hier in Deutschland. So war es so doch mal ein Vergleich zu zeigen, was bietet jetzt MG. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr das Video seht. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, denn es gibt ja noch weitere Videos, die hier kommen. Und lasst doch bitte einen Daumen rauf da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!